Hallo, ich bin's wieder, euer Dosensucher. Und heute wieder mit dabei, ihr seht's schon da hinten, ist der liebe Goti. Was machen wir heute? Heute machen wir eine kleine Wartungsrunde von mir, von meinen eigenen Tradis. Da gibt's wohl irgendwelche Probleme mit, dass alles irgendwie im Off liegt, 20 Meter. Das wollen wir heute ein bisschen angleichen. Und am Bonus gibt's wohl auch Problemchen, da fällt wohl das ganze Ding irgendwie auseinander, da muss ich jetzt auch mal schauen, also die Wartungsrunde ist jetzt auf jeden Fall nötig. So, wir sind jetzt an Station 1, wir werden das Ganze jetzt mal ein bisschen versetzen, je nach Koordinaten das Ganze ein bisschen anpassen. Ursprünglich ist er da und wir werden das Ganze jetzt mal den Koordinaten anpassen, dahin. So, vorneweg auch nochmal ein herzliches Danke an die neuen Abonnenten. Ihr seid herzlich willkommen, ich freue mich wirklich. So, wir fangen jetzt mal an. Jetzt geht's los. Ich werfe trotzdem mal einen kleinen Blick in das Logbuch. Spitzer, Bleistift, alles noch drin. Frage ist auch noch drin. Das sieht doch gut aus. War der letzte da? 21.05. Also, das sieht alles noch gut aus. Gut, gut, gut. Wenn es den Deckel verzieht, dann ist es scheiße, weil dann klemmt er noch. Viel Spaß, Leute. So, wir haben den Cache jetzt verlegt. Von da. Nach da und der liebe Goti macht jetzt mal einen Testfund in Anführungszeichen. Lappi 5. Piep, piep, piep. Hat schon. Fund. Oh. Ja, das sieht doch super aus. Da haben wir sie. Gut. Also, die Tarnung hält. Ich kann das gerne noch mal zeigen, wie es jetzt aussieht. Also wir haben da jetzt einfach einen alten Holzreststumpf irgendwas drauf geschraubt. Bin mal gespannt, wie es hält. Naja, hat jetzt lange gedauert. Der liebe Goti war jetzt auch noch mal extra unterwegs. Vielen Dank dafür. Er hat noch mal Schrauben, Akkuschrauber besorgt. Das richtige Werkzeug. Vielen Dank dafür. Auf zum nächsten. Gerne. So, da wäre der nächste. Gucken, ob da noch alles in Ordnung ist. Oh, das geht echt schwer, gell? Der ist ein wenig klamm. Ein Haufen Viehzeug da drin. Gut, dass wir Wartungsrunde machen. Da fehlt ein Bleistift. Wer nimmt sich bitte den Bleistift mit? Frage, noch erkennbar, Logbuch, nicht nass. Alles gut. 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 Bleistift fehlt. Beschreibung noch dran. Behälter in Ordnung. Cash wird verlegt. Ist der Bleistift ist weg. Was ist denn da für Viehzeug drin? Das Navi zeigt uns, da war es ursprünglich und die neuen Koordinaten, wenn wir es angleichen, wäre da, wo der jetzt der Goti steht. Das werden wir tun.
Und dann geht's weiter. Döschen. Oh, das ist ja tief. Das ist so, soll es ja auch sein. Zack. So. Flutscht. Und wenn wir dann noch zusätzlich mal ein wenig WD-40 am Rand hinpacken, ist wunderbar. So, willst du das jetzt ein bisschen auffälliger noch machen? Dann könnten wir doch ein paar Steine noch außen rum legen. Deswegen habe ich die geholt. Und genau. Schon hast du ein bisschen Kante, wo der Dreck nicht reinfallen kann. Super. Jetzt muss man aber nur ein Stückchen drehen, ne? Ja, genau. So ist besser. Was sagt ihr denn? Oh, ein Cash! Oh. Rest in Peace, das ist ja cool. Top! Optimal! Zustand des nächsten Caches. Also so habe ich mir das vorgestellt. Einfach raus, das Ding bleibt drin. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Behälter auch noch. In Ordnung. Oh, was ist denn da? Ach. Hey, kannst du es dir vorstellen? Ich habe damals extra... Hier, wo ich stehe. Ich habe damals extra jedes Mal zu jedem, das fällt mir jetzt wieder ein, Goti. Überall hatte ich so einen Beutel mit drin, ne? Dass es nochmal extra mit Wasser geschützt ist. Bei den anderen war der gar nicht mehr mit drin, ne? Hier lag der jetzt einfach so da drin. Da, wo du jetzt stehst, ja, den lassen wir hier, würde ich sagen. Das funktioniert auch so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, Behälter in Ordnung, alles noch drauf. Logbuch, Frage ist auch noch vorhanden, noch gut ersichtlich. Logbuch nicht nass, schön trocken. Passt. Spitzer ist noch drin, Bleistift ist drin. Den lassen wir so. Der ist gut. Den Beutel nehmen wir mit, weil, naja, ihr wisst. Gut, bin mal gespannt, wie lange das dann so geht. Gut. Auf zum nächsten. So. Zustand des nächsten, Station Nummer 2. Deckel geht nicht ab. Ja, der ist auch viel zu tief. Viel zu hoch, der muss tiefer. Tarnung hält auch nicht mehr. Logbuch. Huch! Oh. Beschreibung noch dran. Passt. Spitzer, Bleistift noch drin. Passt. Frage ist noch zu sehen. Logbuch ist trocken. Das ist gut. Und schaut mal hier, wer da drin ist. Der liebe Goti. So, also das ist alles noch in Ordnung. Da machen wir nichts dran. Den verlegen wir auch nicht, den lassen wir hier. Nur tiefer müssen wir. So, das werde ich jetzt mal angehen. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round.
Was? Volle Ameisen. Ups. Da habe ich einen Ameisennetz mitgenommen. Hier, ne? So, jetzt aber. Nicht so fest, nicht so fest, nicht so fest. Wenn du im Holz durchdreht, dann hältst du wieder deine Hand. So. Gut. Fertig. So, Station 3, Station 2 auch erledigt. Oh, Vorführeffekt. Geht schon ein bisschen schwerer, aber ein paar Schrauben reingedonnert. Bonus angekommen. Ich glaube, mich trifft der Schlag wirklich. Das ist echt der Schrecken eines jeden Owners. Es ist viel zu traurig, wie grobmotorig manche Leute einfach sein können. Hm. Warte mal, da war ein richtiger Knauf dran. Ein richtiger Knauf, damit man das öffnen kann, der ist weg. Und er ist einfach weg. Richtig rausgerissen. Da oben fehlt das Dach. Der Nagel ist sogar ein Stückchen raus. Das Dach einfach komplett demontiert. Ich weiß nicht, kommen die Leute hierher? Oh, geil, oh geil, oh. Oder was machen die? Ich weiß, ey, wirklich, das bricht mir das Herz. Das ist einfach schade für jeden Owner, der sich da wirklich Mühe gibt und sich da einen Weg meint, das Ganze mir zu überlegen und ausdenken. Das hat ja auch eine Woche gedauert, bis ich es alles versteckt und gemacht und ausgedacht habe. Finden. Das war ja mal das ein Vogelhaus, das kostet oder? Auch alles mal Zeit. Ja, das war mal ein Nistkästchen. Ja, da habe ich da auch extra... Hast du extra zugemacht. Das Loch zugemacht. Für Kelches sollte man das ja auch machen. Dass nicht plötzlich da Vögel drin brüten wollen, obwohl es ein Cage ist. Ja, aber es ist einfach schade, wie einfach damit umgegangen wird. Naja, gut. Die Dose das Dach ist alles noch drin. Geflickt. Wird dementsprechend wahrscheinlich auch trocken sein. Da brauche ich jetzt nicht gucken. Bleistift. Bleistift. Ja. Der liebe Gott, den muss ich auch noch anstempeln. Genau. Ja, dann gib gleich mal. Geh mal her, dann tu mal, walte mal deines Amtes. Ja, natürlich. Und ich versuche mal das Ding jetzt noch ein bisschen strammer. Vielleicht machen wir es noch ein bisschen. Du hast noch neue Kabelbinder dabei. Ja, dann rufen wir es runter und machen es vernünftig. Gut. Würde ich mal sagen. Wir kümmern uns drum. Ja, wir haben das Ganze jetzt ein bisschen gefixt. Wir haben jetzt da einen neuen Griff. Einen schönen Zapfengriff dran geschraubt, provisorisch. Der Guti meinte, das holen sich die Eichhörnchen. Irgendwann. Kann ich wahrscheinlich nochmal wieder losgehen. Das Dach ist jetzt auch wieder fest. Du hast dich eingestempelt? Ich habe mich eingestempelt. Gut. Daumen hoch. Schauen wir mal, wie lange es hält. So, das war's mit der Wartungsrunde von der Bandwelt. Von der Bandwelt. So, ich bedanke mich wie immer bei allen Zuschauern und auch vielen lieben Dank an dich, Guti, für die Materialspende wieder und Zeitspende. Schon das zweite Mal, dass du mir jetzt so geholfen hast. Schreibt's mir doch mal bitte in die Kommentare, ob es euch gefallen hat und ob ihr den einen oder anderen nach der neuen Tarnung jetzt auch so gefunden hättet. Und wie es euch gefallen hat. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, macht's besser, macht's, was ihr wollt. Tschüss.